Hallo, mein Name ist AC Player und das ist die erste Folge von Outlast 2. Meiner Meinung nach, Horror muss fast sein, deswegen lade ich euch recht herzlich zu diesem Let's Play ein. Ja, Outlast von Red Barrels, 2013 der erste Teil in Psychiatrie. Hier sind wir nicht mehr in Mount Massive, sondern wir haben ein komplett neues Gebiet in Arizona. Wir spielen als Blake und werden unser größtes Albtraum erleben. Ja, unsere beste Freunde, wie auch im Teil 1, die Kamera mit Nachtsichtfunktion und unsere Beine. Wir haben keine Waffen, wir müssen wegrennen. Wir spielen natürlich auf normalen Schwierigkeitsgrad. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Und hier Lynn Langermann ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langermann, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer, solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Ja, wir werden hier wieder alles aufnehmen müssen mit der Kamera. Diesmal hier im zweiten Teil funktioniert das ein bisschen anders wie im ersten Teil. Allerdings werden wir wieder so Dokumente sammeln und so Art Notizen wie im ersten Teil machen, nur eben ein bisschen anders. Das werdet ihr alles gleich sehen. Ich schlage vor, wir fangen jetzt mal an. Ich wünsche euch viel Spaß und let's play! Please, Blake. So, da ist schon unsere Kamera. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, 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 o
Fängt ja schon mal super an. Outlast 2. Zu diesen Dokumenten, Notizen. Ich werde natürlich versuchen, alles zu finden, was es nur gibt. Da ist eine Tür. Natürlich, da kommen wir nicht weiter. Ich habe keine Kamera. Wir sind irgendwo in der Schule. To Jessica. Ich glaube, wir sind in der Zeit zurückgekehrt. Ich glaube, der Blake hat gerade irgendwie so eine Art Vision oder Rückblende ist das. Da war der Herr Direktor. Geh mal hinterher. Alter Schwede. Und jetzt sind wir wieder da. Da ist die Kamera, der passiert natürlich nichts. Die Kamera passiert am wenigsten was. Fuck! Lynn! Lynn! Um dein Ziel zu sehen, finde Lynn. Aufnahmen ansehen. So, da haben wir. Das ist ja das, was wir aufgenommen haben. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found barefoot, pregnant. Boah, wir haben hier schon 18 Seiten. Drücke X, während du dich vorwärts bewegst. Was mache ich denn eigentlich für einen Quatsch? Halte zum Heilen Dreieck-Taste gedrückt. Hier sehen wir auch auf der linken Seite, glaube ich, Batterien und auf der rechten so Bandagen. Um uns zu heilen. Also in diesem Teil ist es uns möglich, uns zu heilen. So, wichtige Ereignisse werden automatisch aufgenommen, wenn die Kamera aktiv ist. Drücke zum Fortsetzen. Wenn das REC-Symbol blinkt, heißt es, du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ereignis zielen und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Da ist dieser Kreis. Okay, Video aufgenommen und jetzt können wir uns dieses Video hier anschauen. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. So, und da sind diese vergleichsweise Notizen, die wir machen. Wir filmen etwas und Blake kommentiert es noch dazu. She's not in here. Lynn! Lynn! Schalte bei aktiver Kamera mit R3 die Nachtsicht ein. Aha.
ist auch schon etwas. Oh, fuck me! Fuck, 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 fuck! That did not happen in the crash! Fuck this! Lynn! Wow. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lynn. Das ist jetzt eine gute Frage. So, wir gehen weiter. Natürlich, wir wollen ja unsere Ehefrau finden, aber dass wir dann in noch einen größeren Dreck reinkommen, das ist jetzt egal. Nachladen wollen wir jetzt noch nicht. Okay, noch ein Video. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. So, wir sind hier nicht allein. Kein gutes Gefühl. Klopfen ist aber keine gute Idee. Wir können hier Mikrofon noch einschalten. Hello? I'm lost and hurt. Macht keine Sau jetzt auf. Ich habe gerade irgendwas gehört. Irgendjemand war da. Toll. Mann, ich sehe nichts. Jetzt muss ich nachladen. Hier ist sonst nichts. Hier eine Batterie. Hey. Hey, man. Oh, shit. Oh shit, you're... What's just happened? Nehmen. Foto wurde gemacht, drücke zum Ansehen. Sag mal. Text anzeigen. Meine liebe, süße Ellie, ich kann nicht ertragen, was ich tat, noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden mussten, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen, außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den Armen Papa Notz findest. Für immer dein Tom. Hier werden wir mit irgendwelchen Sekten oder mit einer Sekte zu tun haben. Wow. Tschüss. Da kommen wir gar nicht rein. Da auch nicht.
steht wieder jemand. Da auch. Die ziehen sich alle zurück. Die haben bestimmt Angst vor mir. Da ist bestimmt eine Kuh. Hei, hei, hei. Halten, um langsam zu öffnen. Also wie im ersten Teil auch. Wir machen mal zu. Nehmen Bandage. Zeig mal, wie viele. Nothing matters but Lynn. Ja, ja. Ein Verband haben wir und eine Batterie haben wir. Du kannst dich verstecken. Also da und unterm Bett können wir uns verstecken, okay? So. Lieber Vater, der Herr segnet mich weiterhin mit Visionen und ich bin mir sicher, dass der Feind jeden Tag näher kommt. Ich schrubbte den Boden in Daniels Zimmer, als der heilige Engelschor in mir aufstieg und mir wahre Sicht verlieh. Ich sah ein Geschöpf gleich der brennenden Sonne, doch mit Reihen und Reihen von Zähnen. Von ihm hinab hingen Glieder, die ich erst für Arme hielt, doch die Gemächte waren, die standen bereit zur Zeugung. Und als dieses Sonnenmonster sang, fickte es die Erde und im Feuer gebar einen großen, buckligen Schrecken. Ich war erfüllt von derselben Furcht, so groß ich konnte weder atmen noch mich bewegen, und ich sah mich selbst, wie vor Jahren Daniel mit Lauge blendete und versuchte zu weinen, doch ich konnte nicht. Doch als ich erwachte, fand ich mich feucht, lüstern, sehnte mich nach einem Mann in mir, und das Gefühl war nicht anders als die Furcht. Ich versuchte mich durch deine Lehre zu trösten. Angst ist gleich Freude in den Wegen des Herrn. Doch würde ich mich wohlerfüllen, hätte ich dich in mir und ein Gebet im Herzen, auf das der Antichrist in mir erschlagen werde. Das Treueste deiner Schafe in heiliger Sehnsucht, Lisa. Das haben wir jetzt, oder? Aufnahmen ansehen. Lieber Vater, ja. Das haben wir. So, dann können wir jetzt weiter. Ja, 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 das gefällt mir jetzt hier überhaupt nicht. Da ist eine Batterie. That's fucked up. Wegen Bilder von Kindern. Wie so ein Altar. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Ja, das Gefühl werde ich auch nicht los, dass mich hier jemand beobachtet. Ja, Fenster. Was steht denn da? Na toll, Kopf über. Einige Türen haben Türriegel, mit denen du Türen auf- und zusperren kannst. Ah, okay. Hier ist sonst nichts. War ja klar, dass wir da nicht weiterkommen. Boah, es verbraucht aber ganz schön Batterien und ganz schnell. Da ist die Gedenkwand. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Okay. Boah. Naja, aber man fühlt es hier nicht so klaustrophobisch. Nicht so klaustrophobisch wie im ersten Teil, wo wir diesen engen Räume hatten. Hier, man merkt schon, dass es offener ist. Die Wiege des Antichrists.
Klage der Hebamme. Das Kind, es kommt. Bereit, das Messer macht. Das Kind, es kommt, Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Halleluja, halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes Blut vergossen, hier wir seien verschont. Das Kind, es wächst, ihr Leib schwillt an, das Kind, es wächst, der Hüll gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Klinge, kniet, betet, freue Dinge. Und dann nochmal das hier. Was ist das für eine kranke Sache hier? Klage der Hebamme haben wir. Orden chronologisch. Genesis, Hiob. Okay. Das ist unterteilt ein bisschen. Nothing matters but Lynn. Ah, das sind ja Fliegen. Bäh. Oh Gott, was ist denn das hier? Wir wechseln mal. Oi. Man sieht nichts. Muss aufpassen, dass man hier nichts übersieht. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hebamme der Nacht. Da war was. Mit einer sehr einladender Stimme. Das gefällt mir hier überhaupt nicht, gell? Was ist das jetzt? Oh je, ich kann mich nicht verstecken. Wo ist sie? Verschwunden. Oh, verschlossen. Fenster. Schnell rein, komm. Mach das zu. Nein! Das war jetzt zu. Dann haben wir wieder einen Verband. Dann eine Batterie. Ich habe sie gehört. Auf jeden Fall ist das eine Frau. Du kannst manche Objekte verschieben. So, und jetzt kommen wir da hoch. Ja, und weiter. So. Oh, Mann. Brille? Oh, Jesus! Then you'll have. God wants me dead? Okay. Aber warum? Toll, da ist nichts. Warum will mich der Gott eigentlich tot sehen, hä? Ah ja, da kommen wir weiter. Da ist nichts.
Halte Kreis gedrückt, um dich in... Ah, okay, man kann sich da also verstecken. Oh Leute, ich habe ein schlechtes Gefühl, gell. Einer ist da. Ich würde mal vorschlagen, wir beenden jetzt mal die Folge und wir spielen dann in der nächsten weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, macht's gut und tschüss.